Hallihallo, der dicke Yoshi wieder mal. Wieder DVDs und diesmal ist es Critters. Und zwar die Kollektion, also von 1 bis 4. Wer das nicht kennt, sind Viecher aus dem Weltall. Es sind kleine runde Fleischbärchen, pelzige runde Bällchen halt, oder wie ich sie nenne. Ich will es kameradisch erklären, sie sind hässlich, aber sie haben Hunger ohne Ende. Ja, erstmals ungeschnitten. 16er, also es ist eine Horrorkomödie. Wie gesagt, es ist hier Pappschuber und da sind die ganzen Dinger reingesteckt, also so eine, wie soll ich sagen, halt reingeschoben. Also Critters 2, 3, 4. Der vierte Teil spielt im Weltall und ist schon ganz, wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde es ganz amüsant. So, ich zeige euch mal die einzelnen Sachen. Also das ist Teil 1. Das sind hessische Viecher, die verdammt viel Hunger haben. Ich weiß aber nicht, wie ich das erklären soll. Oder Teil 2 lief öfters schon im Free TV. Ist relativ oft bei RTL, wenn ich mich noch daran erinnern kann. Jo, Critters 3 ist mit einem mehr oder weniger berühmteren, und zwar mit Leonardo DiCaprio. Ja. Er spielt so in der Stadt. Also wie gesagt, Critters ist nicht jedermanns Geschmack. Aber ich finde es ganz knuffig, weil sie hässlich und verdammt viel Hunger haben. Na, hier Teil 4, ne? Ist sogar ab 12, also. Und er spielt den Weltall. Jo, das sollte mal wieder gewesen sein von mir. Weil Critters ist ja auch schon oft vorgestellt worden, deswegen ich will, kann und will nicht so viel erzählen. Weil eigentlich sind ja schon die ganzen Sachen hier vorgestellt worden. Das stelle ich halt nur meine vor. Bei YouTube sind ja etliche Videos von Videos drin oder von Filmen. Deswegen sage ich jetzt mal wieder, bye bye. Wer was wissen will, muss halt immer woanders gucken.